Hanses Sail in Rostock. Anfang August. Auch an solch trüben Tagen kann man etwas erleben. Zum Beispiel die Rostocker City von oben. Das Riesenrad steht fast am östlichen Ende der Bummelmeile. Hier der Blick in die Strandstraße Richtung Westen. Im Hintergrund die Marienkirche. Die Grubenstraße. Links die Hochschule für Musik und Theater. Vorbei fliegen die Nikolaikirche und die Petrikirche. Hier die Ausfahrtsstraße Richtung Osten zur Autobahn. Auf der gegenüberliegenden Seite ein Teil der Stadtmauer. Das Parkhaus am Strande, dahinter Bürogebäude. Und dann das Gebäude von AIDA. Hier ist der Liegeplatz der Koppen, aber sie sind alle auf See. Zu einer anderen Uhrzeit liegen die Schiffe hier dicht gedrängt in Dreierreihen. Aber sie sind mit Besuchern auf Segeltouren. Das Riesenrad ermöglicht uns, diese schönen Aussichten des Öfteren zu sehen. Und wer immer noch nicht genug hat, kann ja noch eine Fahrt buchen. Aufgepasst, ganz da hinten liegt Warnemünde. Das Haus dort mit dem Türmchen ist ein Haus in der Langen Straße, gebaut in den 50er Jahren. Vielleicht besuchen Sie ja auch einmal die Hansesiel und können dann die Aussicht in Natura bewundern. Ich kann das Riesenrad sogar aus meinem Fenster sehen. Und es gibt bekanntlich auch kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung.